Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Wölbchens und meinem allerletzten Vlog. Aber keine Sorge, natürlich nur für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr erschrocken. Natürlich machen wir weiter Videos, aber heute ist der 31.12. Es ist Silvester. Heute Abend ist Silvester und ich dachte mir, das ist einfach der perfekte Moment, um euch Tschüss zu sagen für dieses Jahr auf der einen Seite, aber vor allem, um auch einfach nochmal ausgiebig Danke zu sagen. Was machst du da? Ich habe nämlich irgendwie allerlei Grund, euch mal Danke zu sagen, weil das Jahr 2016, das war wirklich der absolute Kracher mit euch. Ich habe mich irgendwie, wie ihr gemerkt habt, ja immer mehr jetzt auf die Pferdevideos, auf die Reitvideos konzentriert und irgendwie ist das alles so in eine andere Richtung gegangen, als es ursprünglich geplant war, aber es ist eine tolle Richtung und ich muss sagen, es macht mich einfach so mega glücklich. Es macht einfach total viel Spaß mit euch und es macht natürlich auch Spaß zu sehen, wie so das ganze Ding einfach immer mehr wächst. Also sei es jetzt auf Facebook, auf Instagram, auf Snapchat sehe ich das natürlich auch oder vor allem hier auf YouTube. Es bewegt sich irgendwie so viel und das Feedback, was ich von euch bekomme für meine Videos, das ist so toll. Und je schöner das Feedback ist und je mehr ich das Gefühl habe, dass ich euch gut unterhalte, dass es euch Spaß macht, meine Videos zu gucken, umso mehr Spaß macht es mir dann natürlich auch neue Videos für euch zu machen, weil das einfach eine ganz andere Motivation ist, als wenn irgendwie keiner die Videos anguckt und alle sagen, was ist denn das für ein Scheiß. Auch in Sachen Moderation hat sich in diesem Jahr viel verändert. Ich habe relativ wenig fürs Fernsehen gemacht. Ich habe Promi Shopping Queen gedreht, was hoffentlich dann nächstes Jahr endlich ausgestrahlt wird. Ich habe auch ein paar andere Projekte gedreht. Das hat auch super viel Spaß gemacht. Aber ich hatte das Glück, dass ich einfach selektieren konnte, okay, was will ich wirklich machen und was möchte ich nicht machen. Und vor allem hatte ich die Gelegenheit, wirklich super viele Events zu moderieren. Und ich muss sagen, dass mir diese ganze Live-Moderation halt wirklich so viel Spaß macht, dass ich auch da nur sagen kann, alles gut gelaufen. Wie ihr mitbekommen habt, war ich auch fleißig am Golfen. Das macht mir auch unfassbar viel Spaß. Im Moment kommt es ein klein bisschen zu kurz und das liegt natürlich an ihr, an meinem Wölbchen. Und das ist vielleicht die Sache, die sich 2016 am meisten für mich verändert hat. Jetzt habe ich Pipi in den Augen. Ich weiß gar nicht warum. Es ist irgendwie einfach so wahnsinnig schön, dass das Wölbchen wieder bei mir ist. Ich habe sie ja relativ spontan reingeholt und ich wusste gar nicht, was passiert. Und es ist alles so gut geworden. Es ist so richtig gelaufen. Also ich kann sie ja jetzt wieder reiten und wir haben so viel Spaß miteinander und wir machen jetzt auch so viele andere Sachen, die wir früher nicht gemacht haben, die mir so viel Freude machen, dass ich wirklich unglaublich dankbar bin, dass das Jahr so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Dass ich mein Wölbchen wieder bei mir habe, dass sie von der Wiese runter ist und dass wir wieder miteinander arbeiten können. Und wenn ich davon erzähle, muss ich wirklich fast weinen, weil ich das kaum in Worte fassen kann, wie unfassbar dankbar ich dafür bin, dass sie wieder an meiner Seite ist und dass sich das auch jobmäßig irgendwie jetzt alles in so eine Richtung entwickelt, dass ich immer mehr mit Pferden machen kann. Ich bin im Moment meine Homepage am neu gestalten, aber vielleicht kennt der ein oder andere meine alte Homepage und da hatte ich einen Spruch stehen, der hieß "Do what you love and you will never work a day in your life." Und wenn ich ganz ehrlich bin, kommt mir 2016 eben genauso vor. Ich habe in diesem Jahr so viele Dinge machen dürfen und erleben dürfen, die mir so zu Herzen gegangen sind, die mir so viel Spaß gemacht haben und auch so viele Dinge, die einfach mit Pferden zu tun haben und die mit Wölbchen zu tun haben, dass ich einfach sehr, sehr glücklich bin, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das nicht, um euch zu sagen, yeah, mein Jahr war so super. Ich erzähle euch das, weil das ohne euch nicht möglich wäre. Weil es nur möglich ist, dass ich so viel mit den Pferden machen kann und dass ich da so viel erleben darf, weil es euch gibt, weil ihr uns unterstützt, weil ihr uns euer Abo dalasst, weil ihr uns immer einen Daumen hoch dalasst, weil ihr so viel kommentiert und überall so fleißig mitmacht. Und ich weiß, dass es sehr, sehr viele Videos gerade zum Jahresabschluss immer gibt, wo die Leute sagen, hey, danke, beste Community. Aber ich denke, darauf kommt es gar nicht an. Wichtig ist, was ich fühle. Und wenn ich in mich reinhöre, dann muss ich einfach sagen, dass ich für euch alle, jeden Einzelnen da draußen, wirklich dankbar bin. Ich glaube, dass sich das alles in eine tolle Richtung entwickelt hat. Wenn ich eure Kommentare lese, dann habe ich Spaß und ich habe wirklich das Gefühl, dass euch meine Inhalte Spaß machen und ja, dass das alles einfach irgendwie gut ist und dass ihr einfach eine tolle Community seid. Es ist so, es ist einfach schon so oft gesagt worden und ich möchte jetzt auch nicht so Phrasen dreschen, aber ihr seid für mich die beste Community, die ich haben könnte und ich bin sehr, sehr dankbar, euch zu haben. Jetzt habe ich sehr viel emotionalen Kram gesagt, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin an Silvester auch immer ein bisschen emotional, verrückterweise auch emotionaler als an Weihnachten. Es ist halt irgendwie so der Moment, wo man alles Revue passieren lässt und sich so fragt, hey, was hat das Jahr mir gebracht? Hat es mir meine Wünsche erfüllt? Hat es mir meine Träume erfüllt? In dem Fall muss ich sagen, oh ja, ich habe schon wieder fast Pipi in den Augen.
Warum bringst du mich immer zum Heulen? Vielleicht, weil sie mir so viel bedeutet. Auf jeden Fall ist Silvester auch der Moment, wo man ins neue Jahr startet und wo man sich halt überlegt, okay, was sind meine Pläne, wohin geht's? Und an dieser Stelle muss ich schon wieder fast weinen. Ich will nicht in einem Video weinen, ich finde das blöd. Müsst ihr jetzt mit leben, weil ich glaube, dass das neue Jahr ein sensationelles Jahr wird. Ich kann euch leider noch nicht von allen Projekten erzählen. Ich weiß, ich teaser da schon seit 80 Wochen auf Snapchat rum. Aber es wird ein gutes Jahr, es wird ein Pferdejahr. Das Wölpchen bleibt natürlich bei mir. Irgendwer hatte mal Angst, dass ich sie verkaufen würde. Ich kann euch an dieser Stelle sagen, diese süße Pony, das werde ich niemals verkaufen. Die wird für immer bei mir bleiben. Aber es werden sich eben im neuen Jahr doch Dinge verändern. Und zwar direkt Anfang Januar wird sich eine sehr, sehr große Sache verändern. Und es wird dazu ein Video geben. Ich werde es euch jetzt noch nicht verraten. Es juckt mir in den Fingern und viele von euch haben es ja auch fast schon erraten. Es wird sich auf jeden Fall einiges verändern, aber ich bin so aufgeregt und es werden viele tolle Sachen sein. Ich werde natürlich weiter ganz fleißig Videos für euch drehen. Ich werde versuchen, tatsächlich 3 Videos die Woche hinzubekommen. Das habe ich jetzt die letzten 2 Wochen nicht so wirklich geschafft. Sorry an dieser Stelle. Dieses Video ist auch dazu gedacht, dass ihr mir vielleicht euer Feedback nochmal da lasst und in die Kommentare schreibt, was ihr euch von mir, was ihr euch vom Wölpchen im neuen Jahr wünscht. Was sind Videos, die ich machen kann? Gibt es Projekte, die ihr gerne sehen würdet? Habt ihr vielleicht Lust auf einen Blog? Soll ich ein bisschen was schreiben über Pferde? Habt ihr eventuell mehr Bock auf Tutorial-Videos? Wollt ihr mehr FMAs sehen? Ja, ihr wollt mehr FMAs sehen. Das schreibt ihr mir immer. Das wird auch alles gemacht. Schreibt mir einfach eure Gedanken zum Jahr 2016 unter das Video und schreibt mir eure Wünsche für 2017 unter das Video. Ich könnte jetzt tatsächlich noch 20 Minuten weiterreden, weiter Danke sagen, weiter übers Leben nachdenken. Aber ich denke, das Wichtigste ist gesagt. Und jetzt wollen wir beide genau das machen, was ich im Titel angekündigt habe. Wölpchen und ich möchten euch Tschüss sagen. Wir möchten 2016 mit euch verabschieden. Ich hoffe, dass ihr einen wundervollen Abend habt, dass ihr schön feiert, dass ihr es richtig krachen lasst oder wenn ihr mehr Bock drauf habt, dass ihr es ganz ruhig ausklingen lasst. Ich bin gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt, was das für euch für ein Jahr war. Und ich kann es kaum erwarten, und wie ihr seht, das Wölfchen auch nicht, euch 2017, euch im nächsten Jahr, euch ab morgen wiederzusehen. Und zwar nicht nur, oh, bist du süß, wie sehr ich dich liebe. Entschuldigung, ich muss kurz kuscheln. Ich freue mich riesig auf 2017 mit euch. Und auch wenn das Wölpchen sich gerade versteckt, ich weiß, dass sie sich auch auf euch freut. Und ja, es wird da noch jemand geben, der sich bestimmt hoffentlich auch total auf euch freut. Also ihr Lieben, kommt gut ins neue Jahr, lasst krachen, feiert schön, rutscht gut rein und wir sehen uns 2017. Tschüss!